Einen wunderschönen guten Morlock und an zweiter Stelle guten Pai Mu Tan. Es geht um diesen Tee, den ich heute zu dem Dreh trinke. Chinesischer Tee. Was mit mir jetzt passiert oder nicht passiert, werdet ihr sehen. Das Wasser ist schon heiß. Das ist halt loser Tee. Werde ich mir so einfach rein in die Tasse machen. Ich weiß nicht, in welcher Dosis das gemacht werden muss. Ist mir egal. So ein kleines, wie nennt man es? Kleinen Satz unten, klar. Ich werde erstmal vielleicht pur trinken und dann ein bisschen braunen Zucker mit rein. Ja, brauner Zucker. Es gehört zu meiner Mentalität, Zucker zu konsumieren. Jetzt nicht übertrieben. Ja. So, ich hole jetzt das Wasser. Ist jetzt erstmal aufgebrüht. Werde es gleich noch filtern. Muss noch ein bisschen ziehen, denke ich mal, irgend sowas. Ja, Teeliebhaber, können mich ja des Besseren belehren, aber es ist mir immer so. Hier jetzt der gezogene Tee. Noch nicht ganz fertig. Ziehen wir noch ein bisschen ein. Wird dann natürlich gefiltert, der Tort. Zum Filtern benutzen wir natürlich ein Sieb. Und was ist der Clou an der ganzen Sache? Man braucht eine zweite Tasse. Es kann eine Sauerei jetzt werden, aber das ist mir heute egal. Ich bin übermüdet. Das darf sein. Menschen dürfen übermüdet sein. Manchmal ist man das halt. So übermüdet er erst. Deswegen trinke ich ja auch so chinesischen Tee, dass der mich munter macht. Mache ich jetzt einen schnellen Schwapp oder einen langsamen Schwapp? Ich denke, der schnelle Schwapp ist wichtig. Oh, perfekt. Heiß. Oh, oh, oh. So. Oh, was in die andere Tasse so alles reinpasst. Ist fantastisch. Jetzt kommt's langsam. Es reicht. Es reicht. Es reicht. So. Fein. Hier haben wir noch die Reste dieses Wu-Tang-Clan-Tees. Nein, Wu. Sie wissen schon. Der Wu. Der Wu. Der Wu-Tai-Tee-Tang-Titati. Ach, ihr wisst schon. Ist jetzt egal. So, jetzt haben wir umgekippt. Es sind nur noch feinste kleine Schwebstoffe drin. Im Tee, weiß nicht, ob er jetzt trinkfertig ist von der Temperatur. Na, na, jo, es ist am Ende irgendein Magen-Darm-Tee, so schmeckt er auch. Also, er ist nicht ganz so extrem, aber. Wie soll ich einen Tee einordnen? Er soll auf jeden Fall gesund sein. Herz-Kreislauf, Niere oder irgend sowas. Ich spüre auch schon meine vorhandene Gesundheit, dass sie noch mehr steigt. Vielleicht hebt es ja auch die Müdigkeit auf. Mu. Guten Morlock. Es gibt definitiv schlimmeren Tee. Der hat sogar fast eine leicht säuerlichere Note. Und jetzt kommt mein Geheimrezept der. Rohrzucker, Quatsch, der braune Zucker heute. Aber nochmal so kosten.
Nein, es gibt keinen Zucker. Ich habe mich gerade in dieser Sekunde umentschieden. So schnell kann es gehen. Kann man machen, weil es gesund ist. Ich bin erstmal raus. Guten Chill-Out, Morlock. Genieß die Ruhe, Entspanntheit. Chill-Out. Ich bin erstmal raus. Guten Morlock, Servus, Baba. Ich werde heute wahrscheinlich, oder werde es andermal sehen, je nachdem, wie ich es fertig bekomme, noch ein Video nachschieben. Ein Wunsch wird erfüllt, mehr sage ich nicht.